Springer Medizin Podcast. Hallo und willkommen zu dieser Folge. Asthma bronchiale ist eine der weltweit häufigsten chronischen Erkrankungen der Atemwege. Meist ist es gut, manchmal aber auch nur befriedigend behandelbar. In 3-5% der Fälle jedoch ist gar keine Besserung unter der konventionellen Therapie erkennbar. Man spricht dann von einem schweren Asthma. Über dieses Krankheitsbild hat mein Kollege Eduardo Fernandes Tenjado Raminger mit Professorin Dr. Diana Stolz gesprochen. Dr. Diana Stolz leitet seit kurzem die Lungenklinik der Universität Freiburg und war davor an Universitätskliniken in den USA, in der Schweiz und in Deutschland tätig. Sie ist Expertin für entzündliche Atemwegserkrankungen wie COPD und Asthma, respiratorische Infekte sowie interventionelle Pneumologie. Herzlich willkommen, Frau Professorin Diana Stolz. Meine erste Frage an Sie ist, wann spricht man eigentlich von einem schweren Asthma? Man spricht vom schweren Asthma, wenn die inhalativen Medikationen, also diese Medikationen, die man als Spray oder als Inhaler verabreicht, nicht ausreichend ist. Also das heißt, bei Patienten mit schwerem Asthma gibt man häufig eine Kombination von inhalativen Steroid und eine lungenwirksamen Beta-2-Agonist, also ein Mittel, die die Bronchien erweitert. Und wenn man diese beiden Medikamente in hohen Dosierungen verordnet hat und der Patient das inhaliert hat, korrekt jeden Tag, und die Beschwerden sich nicht verbessert haben, also wenn die inhalativen Medikamente nicht ausreichend sind, dann spricht man von einem schweren Asthma. Können Sie uns an einem Beispiel nennen, wie Sie diagnostisch vorgehen würden, wenn ein Patient mit möglichen schweren Asthma zu Ihnen kommt? Also die erste Frage immer ist das wirklich schweres Asthma oder ist das ein schwieriges Asthma? Ja? Und das ist ganz ein wesentlicher Unterschied, weil bei dem schweren Asthma ist es so, dass die Erkrankung an und für sich tatsächlich sich sehr schwer kontrollieren lässt mit den Medikamenten, die wir inhalativ geben können. Bei den schwierigen Asthma hingegen sind andere Faktoren, die diese Symptomkontrolle erschweren. Zum Beispiel, dass der Patient nicht richtig inhaliert oder nicht regelmäßig inhaliert. Auf Vorträgen zeigt Diana Stolz gerne einen Ausschnitt aus der US-amerikanischen TV-Serie Dr. House. Dort klagt eine Asthma-Patientin über anhaltende Beschwerden und eine fehlende Wirkung ihres Sprays. Auf die Frage des Arztes, wie der Spray angewendet wird, antwortet sie ihm, dass sie den Sprühstoß auf das Gesicht und das Dekolleté richtet, wie ein Parfüm, und dann inhaliert. Für Diana Stolz ist hier die Fiktion nicht weit von der Realität entfernt. Das passiert immer wieder, dass man Patienten, die sehr intelligent und differenziert sind, die seit Jahren an den Beschwerden leiden, dass man sagt, dann zeigen Sie mal, wie Sie das verwenden, und dann merkt man, oder wird ausgeatmet anstatt vom eingeatmet, da wird frisch mit dem Medikament umgegangen. Und das ist das allererste, was man überprüfen muss. Ja? Ist das wirklich die Inhalationstechnik, ist es korrekt und nimmt der Patient das tatsächlich jeden Tag ein? Das ist, nachdem man das gecheckt hat, dann muss man gewisse anderen Sachen überprüfen. Zum Beispiel, es gibt andere Erkrankungen, die diese Kontrolle vom Asthma erschweren können. Typischerweise, wenn man zum Beispiel etwas in den oberen Atemwege hat, rezidivierenden Infekte, also Sinusitiden oder eine allergische Rhinitis, oder man hat eine chronische Sinusitis, eine Nasenseptumdeviation und hat hier oben immer wieder Infekte, das kann natürlich die Asthmakontrolle erschweren. Oder man hat Reflux, gastroesophagealer Reflux, Säure, die vom Magen Richtung Speiseröhre raufgeht und dann möglicherweise auch in der Lunge landen kann. Das kann auch zu einer Verschlechterung vom Asthma führen. Und die Liste geht weiter bei möglichen Erkrankungen, die dann tatsächlich mit verantwortlich sind für diese Beschwerden. Das heißt, wenn man diese Sachen nicht mit berücksichtigt und mit behandelt, dann haben wir natürlich die Patienten, die nach wie vor Atemnot spürt, weil das Asthma schlecht kontrolliert ist. Nicht, weil man nicht die richtige Behandlung für das Asthma verordnet hat, aber weil andere Pathologien ebenfalls die Kontrolle vom Asthma erschweren können. Also das ist sehr wichtig, dass man das mit berücksichtigt. Und zum Teil muss man ziemlich
penetrant sein, das, was diese Erkrankungen angeht, weil die Patienten haben zum Teil relativ wenig Beschwerden, zum Beispiel Sodbrennen. Da kann alle daran denken, oh, das ist Reflux vorhanden. Aber wenn diese Sodbrennen nicht vorhanden ist, wenn der Patient sagt, nein, das ist, ich habe einfach Husten und das Asthma schlecht kontrolliert, dann muss man wirklich explizit daran denken, um das nicht zu verpassen, als Mitschuldige sozusagen für die Beschwerden für Asthma. Und bei der diagnostischen Sicherung helfen welche Maßnahmen? Also es ist so, dass bei den meisten Patienten, bei denen man nicht weiß, ob die Asthma haben oder nicht, braucht man eine Bronchoprovokation. Also eine Untersuchung, bei der man dem Patienten eine Substanz gibt zu inhalieren, die zu einer Bronchialverengung führt, in eine bestimmte Dosierung. Wenn der Patient schon sehr früh reagiert auf diese Dosis, also in eine Dosis, die niedriger ist als das, was man erwarten würde, dann kann man sagen, es besteht eine gewisse Überempfindlichkeit des Bronchialsystems. Es ist aber so, dass bei Patienten mit schwerem Asthma häufig haben wir schon eine Einschränkung der Lungenfunktion und so ein Test gar nicht möglich ist. Somit basieren wir unsere Diagnose tatsächlich an der Anamnese, ja. Und dann müssen wir, wie gesagt, diese anderen Komorbiditäten ausschließen. Da braucht man zum Beispiel ein Computertomogramm vom Thorax, man braucht ein Computertomogramm von der Nasennebenhöhle, allenfalls eine 24-Stunden-pH-Messung von der Säure in der Speiseröhre, also im Esophagus. Man muss an anderen Sachen denken, man braucht auch eine Blutbilduntersuchung, um zu schauen, ob Patienten Eosinophilen haben, wie hoch ist das IgE, also die Immunglobulin E, die häufig erhöht sind bei Allergien. Das sind alle Sachen, die man dann kontrollieren muss. Weshalb ist es gut, bei der Diagnose schweres Asthma zweimal hinzuschauen? Eben weil in aller Häufigkeit haben wir sehr, sehr wenig Patienten mit schwerem Asthma. Wie gesagt, die Prävalenz wird so auf 3,5% geschätzt, höchstens 4%. Mhm. Das heißt, die allergroße Mehrheit der Patienten mit einem schlecht kontrollierten Asthma haben nicht schweres Asthma, sondern haben ein schwieriges Asthma, weil man etwas anders verpasst hat. Und es lohnt sich auch, weil man mittlerweile neue Medikamente hat, die sehr wirksam sind für Patienten, die tatsächlich ein schweres Asthma haben. Und wie unterscheidet man ein Difficult-to-Treat-Asthma von einem schwer verlaufenden Asthma? Genau, das ist das, was wir gerade erwähnt haben. Mhm. Bei dem Difficult-to-Treat-Asthma geht es vor allem darum, dass man Komorbiditäten haben, die noch nicht behandelt wurden, noch nicht ausreichend erkannt und behandelt wurden oder dass die Therapie nicht regelmäßig oder nicht korrekt angewendet wird. Bei den schweren Asthma, das ist tatsächlich die Erkrankung, die sehr schwer zu kontrollieren ist und trotz ideale Inhalationstechnik, trotz 100% Compliance des Patienten, trotz Behandlung von aller Komorbiditäten hat der Patient nach wie vor Beschwerden, trotz hochdosierten Cortison-Inhalation und langwirksamen Beta-2-Agonisten. Was weiß man zu den Entstehungsbedingungen von schwerem Asthma? Ja, man weiß, dass beim Asthma eine gewisse familiäre Häufung vorliegt. Also Familien, bei denen man Allergiker hat, also wenn der Vater und die Mutter Allergiker sind oder wenn die Eltern tatsächlich an Asthma leiden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder daran leiden, auch deutlich erhöht. Das ist bekannt. Und dann haben wir tatsächlich eine zweite Gruppe von Patienten, die keine Allergie haben, kein Problem in der Kindheit, keine familiäre Vorgeschichte, vor allem Frauen, die so um die 50 dann symptomatisch werden. Da ist häufig eine gewisse Übergewicht auch, spielt eine Rolle in der Geschichte. Und das ist auch so eine zweite Gruppe, bei denen wir eine Schwierigkeit beobachten, um Asthma gut zu kontrollieren. Es gibt da viele Experten, die finden, diese zweite Gruppe gibt es vielleicht doch gar nicht. Das ist vielleicht eine Kombination von Übergewicht mit einer schlechten Herzfunktion. Aber ich denke, das sind so zwei Patientengruppen, worauf man aufmerksam sein sollte. Und wenn sich der Verdacht auf ein schweres Asthma bestätigt, wie würden Sie therapeutisch behandeln? Da sprechen wir wirklich von dieser ganz kleinen Gruppe Patienten, so ungefähr 3-4% der Population, die trotz regelmäßiger Inhalationen, einer korrekten Inhalationstechnik immer noch Beschwerden hat. Und da ist wichtig, dass man so ein bisschen
versucht zu verstehen, was für ein Asthma haben wir vor uns. Ist es ein Asthma, der mit Allergien oder mit erhöhten Eosinophilen zu tun hat, die da auf diese sozusagen pathologische Wege entsteht, oder ist ein Asthma, die nicht mit einer Allergie assoziiert ist und auch nicht mit einer erhöhten Anzahl Eosinophilen assoziiert ist. Die Eosinophilen sind Teil der weißen Blutkörperchen. Sie spielen beim Asthma eine Rolle, weil sie eine Reihe von Mediatoren freisetzen. Diese hormonähnliche Wirkung hat zur Folge, dass mehr Entzündungszellen zu den Bronchien gelangen. Sie führen dort zu den entzündlichen Bronchialbeschwerden und den typischen Asthmasymptomen wie der Verengung der Bronchien. Man weiß bei dem schweren Asthma, man hat neue Medikamente, also so ganz so neu sind sie nicht, sie sind jetzt mal seit 4-5 Jahren vorhanden, bei denen wir mit bestimmten Antikörpern, also diese entweder die freigesetzten Hormone, also vor allem das Interleukin 5 oder das Interleukin 4-13, blockieren können. Und das führt dazu, dass dieser Entzündungsprozess sehr elegant und gezielt blockiert wird. Also es ist nicht wie früher oder wie heutzutage noch bei gewissen Patienten, wenn man Cortison gibt als Tabletten. Die Cortison-Tabletten, die blockieren die Entzündung sehr gründlich, aber die sind die Wirkung und vor allem die Nebenwirkung von den Tabletten mit Cortison sind sehr breit. Die blockieren zwar die Entzündung ganz undifferenziert und das führt zum Teil zu schwerwiegenden Nebenwirkungen. Bei diesen neuen Medikamenten, bei diesen sogenannten monoklonalen Antikörper, die ganz gezielt diese entzündlichen Mediatoren blockieren oder die Rezeptoren für diese entzündlichen Mediatoren blockieren, haben wir deutlich, deutlich weniger Nebenwirkungen und dementsprechend sollen sie vorgezogen werden für die Behandlung dieser Patientenpopulation. Also meiner Meinung nach sollen wir heutzutage keinen Patienten mit schwerem Asthma mehr mit oralen Cortison-Tabletten, also nicht das Spray brauchen wir immer, aber die Cortison-Tabletten als solche soll man nicht mehr geben, weil die Nebenwirkungen, die dadurch erzielt werden, sehr schwerwiegend sind. Und man kann mit diesen neuen Medikamenten, mit den monoklonalen Antikörpern tatsächlich wesentlich besser diese Patienten behandeln, mit wesentlich weniger Nebenwirkungen. Ich habe doch die Frage, welche Therapie bei eosinophilem schwerem Asthma und welche Therapie bei allergischem schwerem Asthma? Ja, da streiten sich die Geister, was man da sagen sollte. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so auf unterschiedliche Substanzen eingehen sollte. Also bei diesen zwei Möglichkeiten gibt es natürlich, bei diesen zwei Pathogenesen gibt es Medikamente, die das gezielt blockieren. Wir haben bei dem allergischen Asthma Medikamente, die diese IgE direkt blockieren, die sind seit längerem vorhanden. Wir haben bei den eosinophilen Asthma auch Medikamente, die da das IL-5 blockieren oder das IL-4 in IL-13 blockieren. Die können man geben. Und welche Entscheidung, also welche Substanz konkret, da kommt sehr darauf an, was der Patient hat und zum Teil auch von der Komorbidität. Zum Beispiel, wenn jemand sonst allergische Rhinitis hat, leidet sehr an der Hautallergien, dann vielleicht würde man das eine Substanz bevorzugt, wenn zum Beispiel Nasenpolypen vorhanden sind und sehr viele Infekte der oberen Atemwege, aber der Patient riecht nichts mehr, da würden wir ein anderes Medikament bevorzugen. Da gibt es keine so Pauschalentscheidung, da muss man den Patienten nochmals anschauen und basiert auf die gesamte Konstellation dann eine Entscheidung treffen. Welche Maßnahmen helfen außer den medikamentösen Behandlungen bei schwerem Asthma? Ja, da kommt auch ein bisschen drauf an, was unsere Patienten sonst für Peculiaritäten haben. Wenn jemand zum Beispiel eine schwere Allergie hat gegen Katzen oder gegen Pollen, dann muss man sich überlegen, was kann man da machen, um diese Exposition zum Beispiel zu reduzieren. Wenn jemand Komorbiditäten hat, zum Beispiel, man hat einen Infekt von der oberen Atemwege, eine chronische Sinusitis, vielleicht muss diese Sinusitis behandelt werden, zum Teil chirurgisch, damit dieser Infektfokus oder dieser Entzündungsfokus in dem oberen Atemweg beseitigt wird. Da kommt sehr darauf an, was sind die anderen
Probleme, was sind die anderen Komorbiditäten oder Peculiaritäten bei einem bestimmten Patienten. Wie schätzen Sie den Stellenwert einer rehabilitativen Therapie bei schwerem Asthma ein? Es ist zum Teil sehr hilfreich, den Patienten von den häuslichen Umgebungen wegzunehmen und so ein bisschen, wenn es mit Allergenen zum Beispiel man zu tun hat, zum Beispiel Hausstaubmilbe, in der Höhe zum Beispiel bei einer Rehabilitationsklinik, das hat sich gezeigt, dass man dann eine gewisse Allergiekarenz Karenz hat und dann man sich dort etwas erholen kann. Was auch hilfreich ist bei gezielten Übungen, dass man wieder spürt, wie viel kann man machen. Also es ist häufig so beim Schwermasthma, dass die Patienten, sobald sie laufen, haben sie Atemnot. Und dann verlieren sie auch so ein bisschen das Gefühl, was kann ich machen, was darf ich machen? Wie viel von diesem Atemnot ist sozusagen normal, also Trainingsmangel, und wie viel kommt tatsächlich vom Asthma? Und wenn man diese Begleitung anbieten kann und sagen kann, okay, mit Ihnen läuft jetzt ein Physiotherapeut und dann schaut man, wie viel können Sie machen, was passiert mit dem Sauerstoff, wenn Sie laufen, dann bekommt der Patient auch ein gewisses Vertrauen wieder und traut sich mehr zu tun. Und das ist tatsächlich sehr wichtig, die körperliche Belastung, das Exercising, oder ständig sich bewegen, das tut sehr gut, nicht nur für die Muskeln. Man kann letztendlich mit der Rehabilitation nicht unbedingt die Lungenfunktion ändern. Also die Werte, die gemessen werden in der Lungenfunktion, ändern sich nicht dadurch. Aber man kann mit der gleichen Lungenfunktion mehr erreichen, weil die Muskulatur besser trainiert ist. Somit ist natürlich eine Rehabilitation für Patienten mit schwerem Asthma in Erwägung zu ziehen. Und da kommt ein bisschen davon, was sind, wie gesagt, ist der Patient schlecht trainiert? Spielen Allergien eine Rolle? Brauchen wir da eine Aufbauarbeit mit Atemmuskulaturübungen und auch die Kontrolle vom Atemnot? Das ist häufig auch ein Problem, dass bei einem Asthmaanfall spielt die Angst auch eine Rolle und dann bekommt man noch mehr Atemnot. Und das kann man gezielt im Rahmen einer Rehabilitation dann angehen. Und was kann der Patient selber machen? Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich nicht mit der Diagnose abfindet, dass man nicht sagt, ich habe schwer Asthma, seit Jahren habe ich jetzt eine Cortison-Tablette bekommen und damit muss ich leben, sondern zum Glück entwickelt sich die Medizin weiter. Wir haben deutliche bessere Behandlungsmöglichkeiten heutzutage als vor 15 Jahren. Und ich denke, es lohnt sich immer, sich zu überlegen, habe ich tatsächlich alles erreicht, was ich könnte? Muss ich jetzt zu einem Zentrum noch gehen und überprüfen, kann man für mich noch was machen? Ich glaube, das wäre das Allerwichtigste, dass der Patient selber überlegt, bin ich mit der Situation zufrieden oder kann ich was verbessern? Kann ich mit weniger Medikamenten mehr erreichen? Kann ich mich schützen von Nebenwirkungen, indem ich eine andere Substanz bekomme, die dann meine Beschwerden gleich gut oder sogar besser in den Griff bekommt, aber dafür habe ich weniger Komplikationen im Verlauf. Ich glaube, das wäre wichtig, oder das muss jeder Patient für sich selber entscheiden, dann mit dem Hausarzt oder mit dem Pneumologen diskutieren, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich hin, dass ich bestens versorgt werde. Ich habe das Gefühl, die gewissen Patienten sind immer noch etwas unterversorgt, weil, wie gesagt, früher gab es keine andere Möglichkeit als die Cortison-Tabletten. Und bis wir wirklich allen darüber Bescheid gesagt haben, dass alle wissen, alle Hausärzte, alle Pneumologen darüber informiert sind und dann, dass diese Patienten umgestellt werden, da verliert man etwas Zeit. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass man den Patienten auch das sagt, ja, dass sie selber das in der Hand nehmen müssen und schauen müssen, dass man dort die bestmögliche Therapie denen anbietet. Vielen Dank an Eduardo und Professor Dr. Diana Stolz für den spannenden Einblick in dieses Thema. Wie immer haben wir in den Shownotes weiterführende Literatur für Sie verlinkt. Dort finden Sie unter anderem Beiträge zum Zusammenhang zwischen Allergien und schweren Asthma sowie Antikörper als Möglichkeit zur Therapieeskalation. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.